Fulda Challenge 2013. Zwei Weltrekorde und zwei Events. Die Fulda Challenge ging Anfang Januar erneut an den Start. Today it's fantastic. It's a beautiful morning. So glad to be here on this frozen lake. Ready for a couple of challenges. Bei unvorstellbaren Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius ging es rund 1500 Kilometer durch Eis und Schnee. Ich bin der Ferdinand Stuck. Ich bin hier, weil ich darf für Fulda neue Rekorde aufsetzen. Der erste Rekord ist der kürzeste Bremsweg auf Eis. Mit einem Radar überprüfen wir, dass auch das richtige Tempo vor dem Bremsweg eingehalten wird. Am Bremspunkt bekommt der Fahrer ein Signal, um den Bremsvorgang einzuleiten. Und dann werden wir sehen, ob der Rekord gebrochen wurde. Schwarzbord runtersenkt, dann bremst du, okay? Beim Rekord für den kürzesten Bremsweg eines Fahrzeugs auf Eis ging es für Fahrer Ferdinand Stuck darum, auf dem gefrorenen Schwatka Lake bei Whitehorse im Yukon Territorium einen Subaru Impreza von 48 Stundenkilometer auf Null abzubremsen. Mit dem Fulda Crystal Control HP wurde der alte Rekord um über 8 Meter von 56,2 auf 48,132 Meter unterboten. Ja, jetzt glaube ich, haben wir gerade den Weltrekord gebrochen, oder? Und der Papa, ist ja stolz auf seinen Sohn? Ja klar, weil er ist motiviert, macht einen super Job. And one in the book. Ich bin hier, um den Rekord zu bestätigen. Der Rekord wurde gebrochen mit 48,132 Meter. Germany at 48 meters 13.2 centimeters. Well done, congratulations. Der zweite Weltrekordversuch wurde sogleich in Angriff genommen. Ein Slalom auf Eis, bei dem es um Fahrstabilität und Traktion geht. Ich erkläre den Versuch für gültig und Sie sind die Schnellsten beim Slalom auf Eis. Zwei weitere, aber nicht offizielle Weltrekorde wurden gleich danach versucht. Als Zugabe wurde noch ein Paraglider an einem Seil hinter den Subaru Forester gehängt. Die Kunst bestand darin, das Seil jederzeit so auf Spannung zu halten, dass der Paraglider seine Flughöhe von ca. 15 Metern halten konnte. In einem weiteren Weltrekordversuch ging es um ein Auto und um ein Flugzeug. So wurde ein Flugzeug so präpariert, dass es auf Kufen gestellt von einem Subaru Forester in die Luft gezogen wurde. Ähnlich dem Anziehen eines Segelflugzeugs. Das war besonders knifflig. Doch auch dies gelang. Also ist es sehr wichtig, dass man die Maschine stabilisiert auf dem Schlitten und nicht vorwärts oder rückwärts rutscht. Und dadurch muss sich natürlich zeigen, dass die Reifen kräftig greifen auf dem Eis und das Auto dementsprechend beschleunigt.
Flugzeug hob ab und Stuck Junior konnte seine Freude über diesen Coup auf Eis nicht verbergen. Im Jahre 1906 veranstaltete Vincenzo Florio zum ersten Mal die Targa Florio. Es ist das Rennen der großen Geschichten, auch für Alfa Romeo. Der Alfa-Fahrer Ugo Sivucci bekommt 1923 die Startnummer 13 und will nicht starten. Die Mechaniker wollen helfen und pinseln ihm ein vierblättriges Kleeblatt auf die Motorhaube. Sivucci geht an den Start und gewinnt die Targa Florio 1923. Das neue Sportsymbol, das Quadrifoglio Verde von Alfa Romeo, ist geboren. In der Folge gewinnt Alfa Romeo 10-mal die Targa Florio auf Sizilien. Grund genug, die Alfa Romeo Giulietta QV, also Quadrifoglio Verde, hier zu zeigen. Noch heute kann man die klassische Strecke befahren und die Atmosphäre genießen. Die traditionell erste Autoshow des Jahres findet immer in Detroit statt. Erstes Highlight der NAIAS war sicherlich die neue E-Klasse von Mercedes-Benz. Wie Limousine und T-Modell haben die Stuttgarter auch das Coupé und Cabriolet der Familie komplett überarbeitet. Neu sind neben dem überarbeiteten Design auch neue Assistenzsysteme, die unter dem Begriff Intelligent Design zusammengefasst werden.
Gut, die neue E-Klasse verkörpert einiges an Neuigkeiten, die wir Ihnen anbieten. Zum einen das Thema Design, zum anderen das Thema Effizienz, eine komplett überarbeitete Motorenpalette und das Thema Intelligenz mit Mercedes-Benz Intelligent Drive mit 11 neuen Fahrerassistenzsystemen. Notwendig kann man sagen, es ist eine Überarbeitung der E-Klasse, die im Lifecycle üblich ist. In dem Fall sicherlich vielleicht ein bisschen anders ausgefallen als üblich, vor allem getrieben aus den Anforderungen aus den verschiedenen Regionen. Wir reden bei der E-Klasse über ein Fahrzeug, das in sehr, sehr vielen Ländern sehr, sehr populär und sehr erfolgreich verkauft wird. Und die Ansprüche dieser Kunden entsprechend Genüge zu tun, das war unser Hauptziel bei dieser Überarbeitung. Bei Volkswagen stand die Studie Cross Blue im Fokus. Ein SUV für den amerikanischen und kanadischen Markt, das in Deutschland entwickelt wurde und sich zwischen Tiguan und Touareg eingliedert. Außerdem sind das Beetle Cabrio mit der Airline-Ausstattung und der Jetta Hybrid bei VW zu bewundern. Weltpremiere bei Bentley. Das schnellste viersitzige Cabriolet der Welt wurde enthüllt und trägt den Namen Continental GT Speed Convertible. Ebenfalls gut motorisiert ist man bei Audi unterwegs. Mit dem neuen 560 PS starken RS7 baut Audi die Palette der RS-Modelle weiter aus. Außerdem speziell für die USA eine Ottomotor-Variante des Audi SQ5. Ein weiteres deutsches Highlight bei Porsche. Neben dem neuen Boxster ist der Cayenne Turbo S am Start. Nochmal 50 PS extra spendierte Porsche seinem US-Erfolgsmodell. Das kommt nun mit 550 PS. Er kann schneller fahren, weil er mehr Leistung hat. Er hat 550 PS und rundet damit den Cayenne in seiner Modellreihe nach oben ab. Was er auch besser kann als sein Vorgänger, ist, dass er 140 Kilo weniger wiegt und damit weniger Sprit und weniger CO2 verbraucht. Also ich denke, das ist ein Auto, das rundum Spaß macht und das man auch ohne Sorgen fahren kann. Was wir uns von so einem Produkt erwarten, ist natürlich auch, dass die Marke gestärkt wird. Es ist ja für Porsche besonders wichtig, dass wir unseren Markenversprechen treu bleiben. Und da gehören einfach leistungsstarke Autos dazu, die dem Wettbewerb überlegen sind. Aus München kommt das BMW Coupé-Konzept, das schon sehr seriennah aussieht. Außerdem bei BMW am Stand zu sehen, das BMW M6 Grand Coupé. Toyota stellte das Furia-Konzept vor. Einen Ausblick auf den kommenden Corolla mit futuristischem Design. Exklusivität hingegen bei Maserati. Der neue Quattroporte 2013 mit neuem Design, luxuriösem Interieur und sportlichen Ferrari-Motoren. Ferrari selbst war aber natürlich auch vor Ort. Wer es sportlich und amerikanisch will, sollte auf Chevrolet schauen. Mit der neuen Corvette C7 feiert eine Ikone der US-Sportwagen ihre Neuauflage. Mit weiterentwickeltem 6,2 Liter V8, Benzin-Direkteinspritzung, Zylinderabschaltung und 455 PS. Der Cadillac ELR wird ab Ende 2013 produziert und greift das technische Konzept des Opel Ampera auf.
Ein Elektroauto, das bei leerem Akku auf einen Vierzylinder-Benziner zurückgreift. Und zum Schluss noch einen sportlichen Amerikaner. Die SRT Viper von Chrysler mit 640 PS hatte in ihrer Heimatstadt natürlich auch ihren großen Auftritt. Das Museo Targa Florio im kleinen Städtchen Colesano zeigt mit sehr viel Liebe die Geschichte der Targa Florio, die auch Sizilien weltweit in den Mittelpunkt der Motorsportgemeinde stellte. Mit viel Wehmut kann man sich hier erinnern an die Zeit, als die brüllenden Motoren der Ferrari, der Porsche, der Bugatti, aber auch der vielen Alfa Romeo die Insel überzogen, ja ganz für sich einnahmen. Jahre Renngeschichte haben hier ihre Spuren hinterlassen und wollen liebevoll gepflegt werden, sowie die Büste des Namensgebers, der Stolz des kleinen Museums. Eine Büste, die man nicht nur im Museum findet. Gehüllt in Patina verleiht die neue Giulietta QV, was für Quadrifoglio Verde, also vierblättriges Kleeblatt steht, der Targa etwas neuen Glanz, wenn auch nur für kurze Zeit. Eine Kombination zum Träumen. Die große Marke der Automobilhistorie auf einer der legendärsten Rennstrecken der Geschichte. Alfas stärkste Giulietta mit dem legendären Racing-Symbol auf dem Kotflügel hat 235 Pferdestärken unter der Haube und wurde geschaffen, um an den ersten Targa Florio-Sieg der Marke vor ziemlich genau 90 Jahren auf Sizilien zu erinnern. Optisch unterscheidet sich das aktuelle Alfa-Top-Modell nur wenig von den anderen Giuliettas. Dezenter Dachspoiler, alumatt lackierte Außenspiegel, etwas aggressiveres Frontdesign und 17 Zoll Felgen. Der Turbobenziner unter der Motorhaube verschafft dem Kleeblatt Alfa eine Leistung von 235 PS, die er aus 1742 Kubikzentimeter Hubraum holt. Das Drehmoment des Direkteinspritzers liegt mit 340 Newtonmetern bereits bei 1900 Umdrehungen pro Minute an. Auch wenn es kein Rennwagen ist, die Giulietta QV lässt sich sportlich bewegen, was aber bei Alfa generell und besonders in Sizilien zu erwarten ist. Die Giulietta benötigt 6,8 Sekunden für den Sport von 0 auf Tempo 100. Bei 242 Stundenkilometern ist Schluss. Das Fahrwerk hält die Giulietta auch auf den, vorsichtig ausgedrückt, klassischen Pisten Siziliens sicher auf der Straße. In der offiziellen Preisliste steht die Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde mit einem Basispreis von 29.250 Euro. Aber man bekommt dazu auch ein wenig Motorsportgeschichte und die Option, die legendären Strecken Siziliens auch mal selbst mit der Giulietta zu erfahren.
Mazda bringt die dritte Generation des Mazda 6 auf die Straßen Europas und kann auf Anhieb optisch überzeugen. Bereits in den Studienfahrzeugen Shinari und Takeri hat Mazda die neue Designsprache vorgestellt. Mazda hat sich nicht getraut, ein echtes viertüriges Coupé, wie zum Beispiel den Mercedes CLS, zu bauen. Doch die sportliche Linie tut dem neuen Sechser auch als Limousine oder Kombi gut. Dynamische Erscheinung hat Mazda die Fahrgastzelle um 100 mm nach hinten gesetzt. Das sorgt einerseits für eine längere Schnauze und andererseits für eine Verlagerung des Schwerpunktes nach hinten, was den Wagen auch im Fahrbetrieb deutlich dynamischer macht. Auch der neue Sechser trägt nun das Familiengesicht von Mazda mit dem Flügelmotiv im Kühlergrill. In der Seitenansicht fällt auf, dass die Frontscheinwerfer noch weiter ins Fahrzeug hineinragen. Dieser Effekt streckt den Wagen optisch und macht das Auto zum echten Hingucker. Die Hecklampen greifen den Streckungseffekt auf. Die Limousine ist mit 4,87 Meter übrigens etwas länger als der Kombi. Beide Varianten machen einen gelungenen und modernen Eindruck. Die vielen Verfolgerblicke bei den ersten Testfahrten zeigten diesen Effekt deutlich. Der Mazda ist auch im Hinblick auf den Laderaum besser geworden. Die Limousine verstaut 489 Liter Gepäck, der Kombi sogar 522 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es sogar bis zu 1664 Liter Volumen. Der Innenraum bestätigt den Eindruck, den das Äußere des neuen Mazda 6 hinterlässt. Die verwendeten Materialien und die Verarbeitung liegen auf einem hohen Niveau. Auch im Detail ist der Mazda qualitativ hochwertig. Die Kunststoffoberflächen des Innenraums lassen sich angenehm anfassen. Die Sitze sind straff, bequem und geben ausreichend Seitenhalt. In conventional cars, the engine converts fuel into motion energy. But when you slow down, a lot of that hard-earned energy says goodbye. That's a broken loop. Meanwhile, cars also use a lot of electricity to power everything from essentials to all the electronic gizmos that drivers demand today. They get this electricity from the alternator, which in most cars is constantly cranked by the engine, sapping up to 10% of your fuel and horsepower in everyday driving. But we invented a way to reduce that to zero. IE Loop, a regenerative braking system that recovers wasted energy. It uses a special alternator that freewheels when the engine moves the car. But the moment you let off the gas, it wakes up to turn outgoing energy into electricity. These huge surges of power need to be stored somewhere. Less innovative systems feed it to the car battery. But batteries can't be charged in quick shots, so this method is less efficient. We had a smarter idea, a capacitor, which is like a battery, but charges in seconds. It gobbles up huge amounts of electricity and sends it straight to where it's needed. With all its components in place, IE Loop closes the broken energy loop. Not only does it improve your fuel economy by as much as 10%, but it also enables 100% of the engine's horsepower to go directly to where it counts. Unter der Motorhaube arbeiten Motoren mit SkyActiv-Technologie. Das bedeutet eine serienmäßige Direkteinspritzung, Start-Stopp-Automatik und ein ideales Verdichtungsverhältnis. Die Benziner leisten 145, 165 und 192 PS, die Dieselmotoren 150 und 175 PS. Der Einstiegspreis liegt bei 24.990 Euro für den 145 Benziner. Yeah.
Ich habe die Traktionskontrolle jetzt mal ausgeschaltet, weil ich sehen möchte, wie das Fahrzeug in seiner Grundabstimmung funktioniert. Es ist ganz häufig so, dass Fahrzeuge nur über ihre elektronischen Programme funktionieren. Aber hier sieht man, die Fahrwerksentwickler haben einen wirklich guten Job gemacht. Das Fahrzeug baut eine gute Traktion auf. Es liegt auch stabil und ist leicht zu beherrschen, trotz ausgeschalteter Traktionskontrolle. Das macht Spaß. Ja, hier kommt das Fahrzeug ein bisschen quer, aber das liegt an der nassen Straße. Es liegt sehr stabil und hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass auch mit 180 PS das genaue Leistungsfenster mit dem Fahrzeug getroffen wurde. Allzu häufig hat man eben bei, hier rutscht man natürlich ein bisschen, weil die Strecke ist noch feucht, aber ich will sagen, allzu häufig hat man das Problem, dass man gerade bei Fahrzeugen dieser Leistungsklasse immer wieder feststellt, dass bei einigen Herstellern das Fahrzeug mit 190, 200 PS vollkommen auf der Vorderachse überfordert ist, gleichzeitig Lenkkräfte und Traktionskräfte aufzunehmen. Aber ich muss sagen, der Seat Cupra verfügt über eine sehr, sehr gute Fahrwerkabstimmung. Und man kann wirklich sagen, hier haben die Fahrwerkexperten von Seat eine sehr gute Arbeit geleistet. Ja, das Auto macht Spaß. Unglaublich schön, wie er einlenkt. Und man darf nicht vergessen, in dieser Preisklasse. Es gibt natürlich Fahrzeuge mit Frontantrieb, die auch deutlich mehr Leistung haben. Aber man darf nicht vergessen, das ist auch eine ganz andere Preiskategorie. Da macht man sehr viel mit mechanischen Sperren und natürlich mit einem sehr, sehr teuren Vorderachsaufbau. Das ist hier nicht nötig und es ist auch nicht möglich bei diesem Preis. Deswegen kann man sagen, der Seat ist durch und durch eine echt tolle Alternative, wenn man über den Preis und die Leistung nachdenkt. Hier noch die Leistungsdaten im Überblick. Der Cupra verfügt über 180 PS bei einem Drehmoment von 250 Newtonmetern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 6,9 Sekunden. Und der Normverbrauch wird mit 5,9 Litern auf 100 Kilometern angegeben. Auch äußerlich wirkt der Cupra sportlich. Vom normalen Ibiza unterscheiden ihn vier schmale Lufteinlässe an der Front und ein überarbeitetes Heck. Ein neuer muskulöser Stoßfänger, der mattschwarze Diffusor und die trapezförmige Blende des Endrohrs runden das sportliche Image ab. Der Ibiza mit dem Cupra-Motor startet ab einem Preis von 23.590 Euro.